Mitleid mit Tieren hängt mit der Güte des Charakters so genau zusammen, dass man zuversichtlich behaupten darf, wer gegen Tiere grausam ist, der könnte kein guter Mensch sein. Guten Morgen. Die Worte stammen von Arthur Schopenhauer und verdeutlichen, dass eine vegane Lebensweise vor allem eines bedeutet: Empathie mit seiner Umwelt. Ob man deswegen wirklich ein besserer Mensch ist, das sei mal dahingestellt. Aber aufgrund der Empathie geht man mit seiner Umwelt eine viel tiefer gehende Beziehung ein und verwurzelt sich stärker und erhöht damit seine emotionale Stabilität. Wenn man selber Empathie spendet, ruft sie auch auf der Gegenseite bei den anderen Lebewesen, egal ob es jetzt ein Tier oder ein Mensch ist, Wohlwollen hervor. Es ist in der Tat so, dass Empathie eigentlich das Einzige ist oder das Größte ist, was all die anderen Menschen von einem selber möchten. Empathie verwandelt eine neutrale Atmosphäre in ein positives Umfeld. Oft sorgt Empathie dafür, dass Ärger und Frustration gegenüber einer anderen Person sich komplett auflöst, weil man diese Person nun besser versteht. Und diese Änderung in der Einstellung, dass man den anderen besser versteht, wird dann auch bei der anderen Person wahrgenommen und diese wird ankommen. Und dann passiert Folgendes: Die andere Person wird ihrerseits auch verständnisvoller. Aber wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass Empathie nicht bedeutet grundsätzliche Zustimmung oder ein Einverständnis mit dem, was der andere sagt. Ganz wichtig, man kann durchaus empathisch zu jemandem sein, wo man sich wünschen würde, dieser andere würde anders handeln oder anders denken. Aber man kann trotzdem empathisch sein. Auch bedeutet Empathie nicht den Verlust seiner selbst und auch nicht seiner Rechte, die damit einhergeht. Empathie ist also kein Verzicht. Es bedeutet einfach, dass wir verbunden mit den anderen Lebewesen sind und neugierig sind und offen den anderen aufnehmen, ohne seine eigenen Ansichten, die man hatte, über den anderen drüber stülpen zu wollen. Und da sind wir bei dem Punkt, warum ich nicht der Meinung bin, dass man sagen kann, Veganer sind per se die besseren Menschen, weil sie keine Tiere essen. Sondern wenn man so eine Behauptung wie Schopenhauer tätigt, dann nur deshalb, weil Veganer empathischer sind, was eben dann dazu führt, dass man andere Lebewesen, die man liebt, nicht isst. So wird ein Schuh draus. Empathie verkörpert ja energetisch gesehen das Nicht-Schadende und das Interessierte. Nur leider leben wir in einer Gesellschaft, wo sehr viele unter Empathiestörungen leiden und wer darunter besonders leidet, sind dann vor allem die Kinder. Denn wenn die Eltern bereits eine Empathiestörung haben, dann hat es auch das Kind sehr schwer, seine Verbindung zu anderen Lebewesen zu finden und aufzubauen und sich empathisch und energetisch zu entwickeln. Viele von uns haben das nie gelernt und sind immer nur den Weg gegangen, den eine geldorientierte Gesellschaft vorgegeben hat. Und sehr, sehr viele tun das auch heute noch. Aber jeder von uns kann lernen, empathischer zu werden. Ein Schritt ist in allererster Linie vor jedem Gespräch erstmal locker werden. Egal ob das die Kassiererin an der Aldi-Kasse ist oder ob wir mit einem Freund reden. Einfach locker werden. Einfach körperlich locker werden. Und uns bewusst machen, dass wir jetzt empathischer werden wollen. Wir wollen in diesem Gespräch empathischer werden. Wir wollen unsere Empathie schulen. Wir bestehen aus ganz vielen neurologischen Netzen. Wir können uns wunderbar verändern. Menschen haben bewiesen, dass sie von einem Extrem in ein verhaltenstechnisch gesehen anderes Extrem wechseln können. Auch ideologisch haben das Leute bewiesen, die von einer Religion in die andere gewechselt sind. Wir Menschen können uns verändern, wenn wir uns aber bewusst machen. Wir müssen uns bewusst machen, dass wir uns verändern wollen. Wir wollen empathischer werden. Zuerst locker machen, Schulter locker machen. Kopf locker machen. Vor jedem Gespräch idealerweise. Und dann gibt es 5 Grundregeln in der Kommunikation mit anderen Menschen, die dazu führen, dass wir
empathischer werden. Das erste ist, wir achten auf die Bewegungen von anderen Menschen. Wir beobachten ganz genau, wie bewegt sich der andere, welche Mimik, welche Gestik verwendet er, und wir fühlen uns in ihn hinein. Wie würde sich das anfühlen, wenn wir diese Bewegung machen? Und falls es möglich ist und es auch angebracht ist, imitieren wir die Bewegung des anderen in dem Gespräch. Das bedeutet, wenn er lächelt, ja, die Mimik des Lächelns hat, dann lächeln wir auch. Wenn er den Kopf etwas so zur Seite neigt, weil er so nachdenkt, dann tun wir das auch. Aber mit Liebe und nicht auf Akkuratheit bedacht. Sonst endet es ganz im Gegenteil. Ja, der andere fühlt sich verarscht, wenn wir so pantomimemäßig alles so machen, was er so macht. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Ne? Wir beobachten ihn und wir fühlen uns in ihn rein, wie sich das anfühlt, und machen das dann automatisch nach, was er macht. Das wäre ein erster Schritt, wie wir empathischer werden können. Das zweite ist, dass wir ja nicht nur die Bewegung, sondern auch die Gefühle anderer empfinden oder versuchen zu empfinden. Und dafür müssen wir den anderen ganz genau anschauen. Dann reicht das nicht so ein bisschen Mimik, Gestik, Bewegung und so weiter, sondern wir müssen ins Gesicht schauen. Die inneren Gefühle von anderen kommen insbesondere im Gesicht am besten zum Ausdruck. Manchmal huschen sie auch nur ganz schnell durchs Gesicht und sind ganz kurz sichtbar. Und vor allem die Augen sind dabei das Entscheidende. Schaut den Menschen in die Augen. Lasst uns wirklich die Menschen, mit denen wir reden, lasst uns sie wirklich in die Augen schauen. Ganz häufig erkennen wir gerade bei feindseligen Menschen sehr viel Unsicherheit in den Augen und Nervosität. Wenn wir nur auf die Worte achten würden, dann würden wir selber oft in eine Feindeshaltung gehen, wenn wir auf die Argumente schauen, wenn wir auf das achten, was gesagt wird. Wenn wir aber hinter die Worte schauen, wenn wir in die Augen schauen, wenn wir da die Unsicherheit sehen, wenn wir die Angst sehen, dann baut sich auch echtes Mitgefühl auf, dann fühlen wir den Menschen. Und die Chance, dass sich Hass und Boshaftigkeit einfach auflöst, ist viel, viel stärker gegeben, als wenn wir versuchen, mit Argumenten in irgendeiner Weise das zu initiieren. Da ist es auch sehr, sehr schwierig, im anonymisierten Internet Mitgefühl für derartige Menschen zu entwickeln, weil wir ihnen nicht in die Augen schauen können. Und ja, das dritte ist, wir versuchen auch die Gedanken von anderen zu erspüren. Das ist ein kreativer Prozess, indem wir uns mit unserer Fantasie ausmalen, was unter der Oberfläche von diesen Menschen im Gehirn als Denken vor sich gehen könnte. Wir sollen dabei versuchen, ruhig das Wissen, was wir über diese andere Person haben, mit einfließen zu lassen. Also die Arbeitssituation, zufrieden, unzufrieden, in welchem Kontext also sich daran befindet innerhalb der Arbeit. Auch das private Umfeld, Freunde, Freundin, ne? Politische Überzeugung, alles solche Dinge. Das bedeutet nicht, dass wir urteilen, sondern das ist ein kreativer Prozess. Wir versuchen das zu erspüren, was er für Gedanken hat. Und dann machen wir, der vierte Schritt geht damit einher, wir fragen nach. Wir fragen nach, ob das, was wir im dritten Schritt erspürt haben, korrekt ist. Und benutzen dabei Sätze wie: Ich habe das Gefühl, dass du, oder es sieht für mich so aus, als ob, und so weiter. Ne? Und dabei direkt auch immer solche Sätze anfügen wie: Oder täusche ich mich da? Ne? Also auch die eigene Demut implizieren, oder das eigene, nicht die Demut, sondern die eigene falsche Einschätzung. Die Rückfragen und das Erforschen des anderen dabei, das ist extrem wichtig für eine empathische Gesprächsführung. Empathie ist immer vor allem eins: Interesse und Neugier. Erinnert euch. Nicht im Vordergrund seine eigene Präsentation stellen und auch nicht das Urteil über den anderen anhand seiner eigenen Vorstellung. Das ist dann ganz schwer, ein empathisches Gespräch zu führen. Quasi deine eigenen Denkstrukturen einfach anzunehmen und mit diesen den anderen zu bewerten. Sondern offen zu bleiben, in sich, in ihn reinfühlen, in das, wie gesagt, ausgehend von den Bewegungen hin zur Mimik, zur Gestik, in die Gefühle, als auch in die Gedanken und dann eben nachfragen. Ja. Und der letzte Schritt, um diesen Kreislauf der Empathie bewusst anzuregen, ist, dass wir den anderen auch durchaus darauf hinweisen, dass es uns wichtig ist, Empathie zu erhalten.
durchaus auch auf die eigenen Gefühle referieren, wenn, ja, wenn der andere so seinen Monolog abrattert und überhaupt nicht mitbekommt, wie wenig er auf uns eingeht. Denn wie ich oben am Anfang schon gesagt habe, ist Empathie ist kein Verzicht und auch kein Verzicht auf die eigenen Rechte oder die Persönlichkeit. Es geht nicht darum, den anderen glücklich zu machen. Es ist ein gegenseitiges Nehmen und Geben. Wenn das nur einseitig wird, wenn man nur gibt, dann entsteht gar nichts, gar kein empathisches Gespräch. Dann kann man selber versuchen, empathisch zu sein, wenn es bei ihm nicht ankommt. Und gerade der fünfte Schritt ist dabei wichtig. Dann hat man ja in dem Sinne nichts erreicht, dass eine Verwurzelung oder eine Verbindung zwischen diesen beiden Personen geschieht. Man muss durchaus auch darauf hinweisen und sagen, hey, ja, natürlich nett, dass man sich selber nicht verstanden fühlt. Und auch durchaus daran appellieren zu dem anderen, dass man vielleicht ein Stück sich in einen reinfühlen könnte, mal weg von den Argumenten. Ne? Wenn in einem Gespräch von zwei Menschen ja, Empathie entsteht und man sich auch der Empathie bewusst wird, indem man sie thematisiert, das ist der fünfte Schritt, dann ist meine Erfahrung, gelingt das wirklich sehr, sehr einfach, dass man eine Verbundenheit schafft, wenn man eine gemeinsame Basis schafft, und die Basis ist eben die Empathie. Es sind nicht die Argumente, es sind nicht die Überzeugungen, es ist wirklich auch nicht die Gefühle, dass sie gleich ticken, sondern es ist tatsächlich die Empathie. Egal ob man über Dinge konträr denkt, ist man trotzdem auf einer Ebene. Das ist faszinierend und das ist immer auch das Tolle bei den Rohkost-Potlucks. Dort treffen sich Fleischesser und Veganer, AfDler und Autonome, Geld- und Karriereorientierte und Spirituelle. Und es funktioniert wunderbar, weil alle empathisch sind. Lasst uns alle daran arbeiten, uns stärker zu verbinden und auf andere in unserem Alltag intensiver einzugehen. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen mit diesen 5 Tipps und freue mich wie immer, wenn euch das Daumen gefallen hat, über einen Daumen nach oben. Ansonsten alles Liebe und wir sehen uns morgen wieder, euer Christian. Tschüss. We'll be right back.